Ihr hört die epische Musik im Hintergrund und ihr wisst, das kann nur eins bedeuten. Das ist Good Game Empire und ich bin FatFat und spiele für euch dieses Spiel nun zum 11. Mal. Wie versprochen werde ich auch die Let's Plays etwas ausweiten, nicht ausweiten, sondern ausweiten. Und zwar ungefähr jetzt mal 10 Minuten spielen statt der bisherigen 5 Minuten. Also doppelt so lange Let's Plays produzieren, damit wir hier auch ein bisschen mehr in den Flow kommen und uns etwas tiefer hier reinfuchsen in die Materie. So, das letzte Mal, als ich gespielt habe, das war am Freitag, heute ist Montag. Mal gucken, was über das Wochenende alles so geschehen ist. Wir sehen hier, dass das Säckchen wieder sich zappelt, es bewegt sich sehr stark und wir schauen mal, was hier der Steuereintreiber so macht. Wir können das Sammeln frühzeitig beenden oder uns das hier abholen. Ja, hier geht es wieder, dass das ein Teil verloren gegangen ist, weil ich zu spät war, aber das ist okay. Man sieht schon, hier wird eigentlich dem Spieler so ein bisschen ja nahegelegt, dass er doch häufiger vorbeischauen sollte. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier sagen, wir wollen in 6 Stunden das Geld haben, die Steuern eingetrieben haben, dann ist es auch so, dass wir in 6 Stunden das offensichtlich auch abholen müssen. Sonst müssen wir nämlich den Steuereintreiber bestechen, um dort an das Geld zu bekommen. Aber ich habe eigentlich wenig Lust, meinen Tagesablauf danach zu richten, was Good Game Empire will. Deswegen eine kleine Kritik, dass man hier wirklich vor Ort sein muss zu der richtigen Zeit. Das finde ich etwas übertrieben und overpowered, wenn einem Browser-Game einen vorgibt, wann man was zu tun hat. So, wie sieht es weiter aus? Wir schauen mal in unser Questbuch. Hier sehen wir durch die 4, dass wir 4 Quests offen haben. Münzen durch Steuern eingesammelt. Da haben wir jetzt schon 46 und hoffen wir mal, dass beim nächsten Mal die restlichen dazukommen, obwohl wir da vielleicht noch ein, zwei Runden brauchen, um diese ganzen Steuern eingesammelt zu wissen. So, gucken wir nochmal rauf. Wir haben 4 Quests, die offen sind. Eine einzige Baustelle. Dort sollen wir 2 Steinbrüche auf Stufe 2 ausbauen. Da gucken wir doch gleich mal, wie das aussieht, unsere Steinbruchsituation generell. Die Steinbrüche sind diese beiden Hütten hier und die könnte ich jetzt beide ausbauen. Ich werde jetzt einfach mal diesen Pfeil klicken und das dauert dann 6 Minuten 40, bis das erste Gebäude, der erste Steinbruch ausgebaut ist. Und den zweiten können wir dann gleich anschließen. Ich habe mir einen zweiten Bauslot gemietet, deswegen habe ich das hier hintereinander jetzt machen. Da muss ich aber auch sagen, eine zweite Kritik an Good Game Empire wäre jetzt für mich, dass das nicht gleichzeitig läuft. Ich meine, als ich gedacht habe, dass ich mir für teuer Geld, ich meine, das waren 800 oder 700 Rubinen, die ich dafür ausgegeben habe, als ich gedacht habe, na gut, für 700 Rubinen kriege ich einen zweiten Bauslot, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich dann gleichzeitig 2 Gebäude hochziehen kann. Wie ihr hier seht, ist es aber so, dass das nacheinander der Fall ist. Ich habe jetzt beide Bauslots dafür verwendet, diese beiden Steinbrüche abzugraden. Der eine wird gerade abgegradet. Hier sehen wir die Zeitanzeige, die uns das anzeigt. Der zweite befindet sich aber offensichtlich in einer Art Warteschleife, was wir an der Sanduhr hier sehen können. Das heißt, wir haben jetzt sehr viel Geld dafür ausgegeben, dass etwas in einer Reihe, in einer Schlange produziert wird, aber nicht gleichzeitig. Und das finde ich doch sehr, sehr schade und auch ein bisschen zu teuer dann dafür, dass ich dafür so viele Rubinen ausgegeben habe. Okay. So viel dazu, wir schauen mal die zweite Quest an. Ausrüstungsgegenstände, ja, die finden wir beim Plündern vom Raubritterbogen. Je höher das Level der Raubritterburg ist, desto größer ist die Chance auf eine bessere Ausrüstung. Wir haben jetzt schon 2 Raubritterburgen angegriffen, haben aber nichts bekommen dafür. Das heißt, hier müssen wir doch vielleicht mal zur Weltkarte gehen und schauen, ob wir dort eine Raubritterburg einnehmen, die ein bisschen mehr zu bieten hat. Hier sehen wir doch zum Beispiel eine. Oder ist das, das ist keine Raubritterburg, ist das Level 28, das sieht jedenfalls nicht so aus. Da ist eine Raubritterburg, ein Sieg bis Level 3, die ist Level 2, hier ist auch eine Raubritterburg Level 2. Raubritterburg Level 1, jetzt verstehe ich gerade nicht, das wurde mir im Tutorial nicht erklärt, ob das hier auch Raubritterburgen sind oder was sind das, weil das sieht eigentlich nicht so aus, ob das eine Raubritterburg ist, aber sie sieht auch nicht so aus wie die gewöhnlichen Burgen, weil sie vielleicht auch, na gut, einfach auch ein bisschen kleiner ist. Also wir halten es an die Raubritterburgen, wo auch wirklich nur Raubritterburg dasteht, aber ich sehe hier eigentlich keine Raubritterburg Level 3, die sind alle Level 1
Na gut, ich versuch's dann mal mit der hier, Raubritterbuch Level 2. Schau mal, ob irgendwie da diese Ausrüstungsgegenstände drinstecken, die ich brauche. Werde die also angreifen. Und meine Streitkolbenträger in den Frontalangriff setzen. Und da ich es kann, werde ich auch nochmal zwei jeweils über die Flanken kommen lassen. So sieht es aus. Auf in die Schlacht. Reiseplanung, Ankunft um 10:29 Uhr. Das heißt, nachdem dieses Let's Play vorbei ist, werden wir im nächsten Let's Play schauen, wie es um diese Schlacht bestellt war. So, wir gehen wieder rein in unsere Burg. Es gibt ja noch mehr zu tun, würde ich sagen. Unter anderem können wir mal schauen, was die dritte Quest so parat hält. Beinahe freiwillig Münzen durch Steuern angesammelt. Ach ja, da sind wir ja gerade dabei. Ich bin ja auch dabei, schon nächsten Steuern einzutreiben. Hier kann ich vielleicht nochmal aufs Säckchen schauen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viel ich da habe. Genau, 90 Münzen könnte ich einsammeln, wenn ich in 6 Stunden die auch abholen würde. Das kann ich nicht garantieren, da ich, wie gesagt, ungern mir einen Wecker stellen möchte, der mir dann sagt, wann ich bei Good Game Empire vorbeizuschauen habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder mit weniger Münzen klarkommen müssen. Aber diese Quest wird trotzdem bearbeitet und ist dann auch in Mache. So, nächste Quest, der ewige Wettlauf. Hier geht es darum, zwei Türme nochmal auszubauen. Die Burgflächenerweiterung habe ich schon gemacht, die ausgebauten Türme. Hier sehen wir schon, ich habe schon zwei Türme Stufe 1, die hier unten an meiner Burg stehen. Und hier im Norden könnte ich jetzt auch nochmal was ausbauen, müsste aber für 625, das waren also die Kosten dafür, einen Bauslot zu mieten, das machen. Hier steht ja auch, ermöglicht es euch, mehrere Gebäude nacheinander abarbeiten zu lassen, leider nicht gleichzeitig, aber was soll ich tun? Wenn das Spiel es so möchte, wenn das die Spielregeln sind, dann muss ich mich dem vielleicht beugen und werde jetzt einfach auch die nächsten 625 Rubine dafür opfern und hier den dritten Bauslot zu mieten. Jetzt habe ich also drei Sachen nacheinander, die abgearbeitet werden und habe jetzt aber leider nicht genug Rubine noch, um den nächsten Bauslot zu bekommen. Da fehlt was. Was ist eigentlich das hier? Ein reisender Ritter. Das ist interessant, den hatte ich bisher noch nicht da. Der hat sich ja offensichtlich an den Mauern meiner Burg niedergelassen. Da klicken wir einfach mal Raum, um den anzusprechen. Aha, bitte helft uns bei unserer Suche nach den Bruchstücken dieses wertvollen Relikts. Sobald wir alle Teile beisammen haben, ist unsere Aufgabe endlich vollendet und wir werden uns zum Dank eurer Armee anschließen. Das ist interessant. Besiegt Raubritterbogen, um die fehlenden Teile zu finden, doch beeilt euch, die Ritter haben nicht mehr viel Zeit. Das heißt, hier kriege ich, oh, eine saftige, mächtige Belohnung. Wir sehen es hier, das sind insgesamt 60, ja, Ritter, Schützen, Streitkolbenträger, Armbrustschützen, eine ganze Armee, A60 Mann, die wir hier bekommen würden. Und auch noch ein Wandelturm. Was ist das? Aha, das ist also ein Apparatur zum Angreifen. Interessant. Armbrustschützen, Streitkolbenträger, Reisenschützen und reisende Ritter. Wir haben bisher hier nur 6 Streitkolbenträger in unserer Armee und das würde diese doch um einiges verstärken. Klingt super. Und wir werden mal schauen, ob wir vielleicht in dieser einen Raubritterburg, die wir jetzt gerade in Angriff haben, schon einen Teil finden. Haben ja noch etwas Zeit, das auch zu machen. Interessant. Klingt sehr, sehr gut. Ich könnte natürlich auch mal in mein Militärmenü gehen und schauen, ob ich da noch mehr Leute rekrutieren kann. Vielleicht hier ein paar weitere Streitkolbenträger. Geld habe ich ja ein bisschen. Ich werde einfach nochmal 5 ausbilden oder 4. Da habe ich insgesamt 10 Mann. Und schauen, dass ich dann in einer halben Stunde bzw. im nächsten Let's Play genug Mann habe, um vielleicht noch eine weitere Raubritterburg anzugreifen. Das wäre dann ja die zweite, die gerade in Angriff ist. So, der erste Steinbruch ist jetzt schon in Mache. Die Quests haben wir soweit abgearbeitet bzw. sind in Arbeit. Da kann ich ja nochmal einen kleinen Blick auf meine Post wagen. Hier sehe ich 16 Dinge im Posteingang. Dann schaue ich doch einfach mal. Ah, wenn du denkst, wird dein Boot zerstört. Ja, Morga, vielen Dank nochmal für den Tipp. Das ist auf jeden Fall wahr. Wenn ich lange nicht online bin, wird meine Burg zerstört. Und danke nochmal für den Hinweis. Das hatte ich ja über Weihnachten, ihr erinnert euch. Da war ich 2-3 Wochen nicht online und dann war meine Burg dementsprechend auch
kaputt. Sumi Gamer schreibt, du hast übrigens einen geilen YouTube-Kanal. Vielen, vielen Dank. Grüße zurück. Schön, dass euch unsere Let's Plays gefallen. Hier ist gerade noch ein Brief von Area 8. Hallo Fett Fett, habt ihr ein Let's Play gesehen? Und genau, vielleicht eine Allianz. Ich bin noch gar nicht in einer Allianz. Hier steht gerade, schade, dass du schon in einer Allianz bist. Nein, nein, lieber Area 8 von den Blutsbrüdern. Ich bin nur noch keine Allianz dabei. Aha, hier schreibt noch My Frisur, das ist wahrscheinlich von hier noch. Kenne ich aus YouTube, eine Allianz. Genau, ich werde da mal, mit Allianzen werde ich mich wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal beschäftigen. Das ist jetzt gerade noch nicht gefallen. Falkenberg schreibt noch, ich kenne dich aus YouTube, finde ich echt cool. Vielen Dank, Falkenberg. Ich finde dich auch cool. Vielen Dank für die, für den Brief auf jeden Fall. Super, danke, danke. Und Warhammer 0 schreibt auch, super Let's Play, bitte mach weiter. Das verspreche ich dir, das mache ich auch. Hier kommt nochmal der Tipp von Morga, genau, mit den 20 Streitkolbenträger. Okay, alles klar, die werde ich mir dann holen. Ich habe jetzt immerhin schon 10. Wow, ich habe echt viel Post bekommen, muss ich wirklich sagen. Finde ich toll, dass ihr mir hier schreibt und so viel nette Kommentare, nette Briefe schreibt. Danke, danke, danke. Meine Güte, hier sind ja noch mehr. Schaffe ich das noch? Komm, die gucken wir uns auch nochmal an. Hier ist nochmal die eine Raubritterburg, die ich gemacht habe. Hier haben wir nochmal... warum ich nur so kurze Folgen mache, keine Sorge, ich hab die jetzt ja wie versprochen auf 10 Minuten ausgeweitet. Also nochmal, danke für den Hinweis. Hallo Fett, hallo zurück, Hero User One. Und Morga schreibt nochmal, aha, bla 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 bla, die Allianz kurz vorm Durchbruch. Alles klar, ich melde mich, wenn ich Level 10 bin, ich bin ja noch Level 6, aber wir kommen darauf zurück. Cody! Bist du in meine Allianz getreten, weil das schon geht? Aha, ich bin eigentlich in keiner Allianz hier, was nicht, dass ich wüsste. Hier schreibt noch jemand, geh in eine gute Allianz. Oho, mit 5 Mann stehst du unter Dauerbeschuss. Alles klar. Okay, alles klar. Ich werde über die ganzen Allianzen nachdenken. Und jetzt nochmal eine letzte Nachricht von Morga. Da gucken wir nochmal hier runter. Da ist noch was. Hallo Fett Fett, ich habe gesehen, dass die Allianz... Ich hab eigentlich keine Allianz angenommen. Ich würde sagen, um das Thema der Allianz kümmern wir uns beim nächsten Let's Play. Da scheint ja offensichtlich Erklärungsbedarf zu sein. Werde ich machen. Und auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank für all die lieben Briefe, die ich von euch behalte. Danke für die Komplimente. Schön, dass euch die Let's Plays gefallen. Und auf jeden Fall sehen wir uns natürlich beim nächsten Mal. Versprochen. Bis dahin, euer Fett Fett von fettspielen.de.